gibt noch immer in der deutschen Sprache manches Wort, das keiner versteht. Das eine will ich heute schnell erklären, denn dies Wort ist up to date. Wenn ein Flugzeug hoch am Himmel einen Salto schlägt, sowas nennt man Kapriolen. Wenn ein Mädchen ein modernes Doppelhütchen trägt, sowas nennt man Kapriolen. Wenn ein Waldfisch ein Verhältnis mit einer Flunder hat, sowas nennt man Kapriolen. Fährt ein Mann mit rotem Vollbart auf dem Motorrad, sowas nennt man Kapriolen. Kurz und gut, wenn man tut, was die anderen seltsam finden, ist am Ort dieses Wort. Um das Ganze zu begründen, wenn ein Fox nur so wie dieser aus dem Rahmen fällt, sowas nennt man Kapriolen. Und in jedem Lande dieser höchst vertreten Welt macht ein jeder mal, ganz bestimmt einmal, ganz bestohlen Kapriolen, ganz bestohlen Kapriolen. Finden, ist am Ort dieses Wort. Um das Ganze zu begründen, wenn ein Schlagerlied, das Unsinn mit Musik besteht, sowas nennt man Kapriolen. Und in jedem Lande dieser Welt, die höchst verdreht, macht denn jeder mal, ganz bestimmt einmal, ganz verschlungene Kapriolen.